So, und wir wollen schauen, was jetzt hier bei den Telefonen los ist. Sie sehen hier die prominenten Unterstützer. Ich kann Ihnen sie gerne einmal vorstellen. Diana zur Löwen, Simon Guse Johann, Timur Bartels, Marie Nasemann, Kathi Hummels und Malik Harris sind die prominenten Unterstützer. Und vielleicht darf ich hier einmal bei Diana stören. Was ist denn schon reingekommen? Ist irgendwas, was wir vorhin auf der Liste hatten, ist davon schon was eingekommen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel habe ich eben hier gerade eine Waschmaschine bekommen. Sehr schön. Genau, das ist super schon mal für die Wohnung und auch schon andere Haushaltsgegenstände. Okay, also aber ihr seid fleißig am Sammeln und die Leute sind am Spenden. Und du selber, du hast mir vorhin schon einmal kurz erzählt, warst auch aktiv, ne? Inwiefern? Genau, auf der einen Seite versuche ich natürlich immer auch meine Reichweite auf Social Media zu nutzen und auf viele Aktionen hinzuweisen. Und ich habe mich auch mit Freunden zusammengetan und eben da eine Berliner Organisation unterstützt, die eben auch Sachspenden an die Grenze gebracht hat zu den Geflüchteten. Alles klar, ja, sehr schön und gerne weitermachen, sehr schön. So, jetzt. Ja. Okay. Schönen Grüße von Frau Zawakis, die Schuld. Simon, ja, bei dir weiß ich, dass du tatsächlich auch an den Berliner Hauptbahnhof gegangen bist, ne, als die erste Flüchtlingswelle gekommen ist. Und du hast zusammen mit deiner Frau, ihr habt ein Paar aufgenommen. Ja, genau. Meine Freundin hat es. Meine Freundin war beim Hauptbahnhof und hat eine Mutter mitgebracht mit dem 17-jährigen Sohn. Und wie war das? Also seid ihr einfach darauf zugegangen oder ist sie hingegangen und hat gesagt, wollt ihr mitkommen? Ist das Vertrauen da gewesen? Das war glücklicherweise da, ja. Mhm. Es hatte irgendwas von Versteigerung, nicht falsch verstehen, aber die Leute wurden angeboten und das hatte gepasst. Wir hatten ein kleines Zimmer zur Verfügung und dann waren die beiden da und ja, was sie brauchten, war erstmal was zu essen, dann eine Dusche, dann eine Mütze voll Schlaf. Und sie waren auf der Durchreise, aber wir haben gesagt, gemacht. Wohin? Macht mal langsam, nach Kopenhagen. Okay. Und wir haben die dann aufgepäppelt. Okay. Vier Nächte, fünf Tage. Und da war wahrscheinlich auch eine große Dankbarkeit auf der anderen Seite. Ja, total, da. Es wurde viel, sie haben gekocht und geholfen und versucht, irgendwie sich einzubinden. Und wir haben denen so ein bisschen gezeigt, was wir so machen. Und hatten auch frei, ne? Das war an dem Weltfrauentag, war Feiertag auch in Berlin und so. Und wir konnten uns dem ganz gut widmen. Habt ihr noch Kontakt zu denen? Ja. Auch noch, sehr schön. Mhm. Sehr schön. Dann gehe ich jetzt hier einmal fragen. Entschuldigung. Hallo? Marie, gab es schon irgendwas, was wir von der Liste streichen können? Ja, es gab schon einiges. Also gerade hat jemand angerufen, der zwei Tische, zwei Stühle, ein Bett und ein Sofa gespendet hat. Wie schön. Das einzige Ding ist, wir brauchen jetzt irgendwie einen Transporter, um diese Sachen von Berlin nach Rheinsberg zu bringen. Okay. Also vielleicht gibt es da draußen noch jemanden, der einen großen Transporter oder LKW fahren kann, der auch anrufen kann und seine Dienste in Berlin zur Verfügung stellen kann. Ja, sehr schön. Das könnten wir gebrauchen. Also gerne weitermachen. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe an dieser Stelle. Wir sammeln heute auch nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden. Und wir haben dafür sehr viele und gute Prominente an die Telefone bekommen. Die laufen heiß. Obwohl ich sehe da hinten gerade, da wird nicht telefoniert. Das nutze ich aus. Malik, so, du telefonierst gerade nicht. Was ist reingekommen? Oh, mega viel. Also ich finde es auch echt krass. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt am besten fand. Gerade eben hat eine Dame aus Bielefeld ihren kompletten Dachboden, wo sie alle Elektrogeräte doppelt und dreifach hatte, einfach abgegeben. Oh nein, das wird morgen alles auch geschickt tatsächlich. Und was auch Wahnsinn war, das hat mich so gefreut, das war jetzt eben, wir haben ja extra einen Job für die Katja aus Charkiw gesucht, im Bereich Kundenmanagement. Und da hat sich tatsächlich eine Firma gemeldet aus der Druckbranche, und ihr jetzt offiziell den Job angeboten. Wie geht's dir insgesamt mit dieser Situation? Also macht einen das glücklich bei dieser ganzen Zerstörung, die man sieht? Ist das so ein, auch so ein bisschen Glücksmoment dann vielleicht auch? Ja, es ist auf jeden Fall so ein Hoffnungsschimmer, definitiv. Es ist eine beschissene Zeit natürlich und eine beschissene Situation. Und gerade da muss man sich an gewissen Dingen festhalten. Und gerade auch dieser Zusammenhalt. Und wenn man jetzt einfach mit fremden Leuten spricht, die sagen, hey, ich habe hier was, das gebe ich jetzt einfach ab. Schön, ne? Das gibt echt viel. Also ich krieg da auch gerne. Ah, wie schön. Wirklich. Guck mal, jetzt frage ich Kathi, die hat gerade aufgelegt. Kathi, du bist den ganzen Abend auch am Telefonieren. Und was ist bei dir Besonderes reingekommen? Also, was wirklich besonders ist, ist von Julia aus Heilbronn. Die hat gesagt, sie sucht 20 bis 30 Personen, die in ihrem Gastronomiebetrieb arbeiten können. Oh. Und Englisch ist nicht vorausgesetzt. Sie hat gesagt, das ist ihr egal,
Hände und Füße reichen. Und ich finde es einfach großartig, weil das ist ja die beste Möglichkeit der Integration. Man darf ja nicht vergessen, die Leute haben hier ja nichts zu tun. Mhm. Und die sind ja froh über Beschäftigung. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt eine super tolle Idee. Sie hat gesagt, sie macht auch ein Event und sie freut sich einfach, wenn sie tolle, leidenschaftliche Leute kennenlernt, die Lust haben, sie zu unterstützen. Ne? Vor allem 30 Leute auf einen Schlag. Wow. Das ist einfach super. Wow, ja. Wie geht es dir insgesamt mit dieser Situation? Macht einen das glücklich, wenn man hier sitzt und sieht, wie diese Bereitschaft ist? Wie empfindest du das? Die Bereitschaft ist unglaublich. Und auch das, was Julia gerade angeboten hat, hat mich unfassbar glücklich gemacht. Auch die Großzügigkeit der Menschen, die leeren ja teilweise wirklich ihre Wohnungen aus. Also da wird alles gespendet, was gerade irgendwie nicht benötigt wird in erster Linie. Und wenn Putins Krieg eine Sache hat, die positiv ist, dann ist das dieser Zusammenhalt, den ich in unserer Gesellschaft noch nie so gespürt habe wie jetzt. Also diese Unterstützung, diese Großzügigkeit und dieser Zusammenhalt ist schon bewundernswert. Und das freut mich. Ja, und Sie rufen den ganzen Abend an und helfen. Ich stehe jetzt hier in unserem, ich nenne es mal Callcenter. Und die Frage geht an Marie. Hast du für die Tiere auch schon konkrete Hilfe angeboten bekommen? Ja, tatsächlich hat eine Dame angerufen, die, ich weiß nicht genau warum, aber einen ganzen Bus voll diverser Hundeaccessoire hat. Okay. Also Körbe, Leinen, Futter. Aber super, genau das, was wir brauchen. Absolut. Und ich habe von dir gehört, dein Mann hat dich angerufen, weil er wissen wollte, wann du nach Hause kommst. Oder warum hat er sich gemeldet? So ungefähr. Nee, am Anfang war es hier noch ein bisschen mau, muss ich gestehen. Da habe ich gesagt, jetzt ruf doch mal an und wir ziehen doch bald um und wir können doch bestimmt noch was locker machen. Aber inzwischen, ich glaube, man hört es auch, läuft es hier und wir kriegen sehr viele Anrufe. Ach so, also dein Mann spendet deine Möbel oder eure Möbel? Ja, tatsächlich unser Sofa und unser Bett und eventuell auch etwas Geschirr von meinen Großeltern. Und jetzt gerade kam auch ein Anruf rein für den Transport. Also der wird hier schon fleißig organisiert und dann geht alles Richtung Brandenburg. Also perfekt. Timur telefoniert. Nee, noch ein Transport. Hast du einen Anruf, der dich heute Abend besonders glücklich gemacht hat? Ich habe tatsächlich einen sehr guten Anruf. Ich habe nämlich einen Typen, der alle möglichen Führerscheine hat. Und der kann auch 7,5 Tonner fahren. Und das ergänzt sich hier gerade ganz gut. Weil manche bieten den Transporter an. Ich habe den Fahrer. Der holt dann die Möbel woanders ab. Läuft eigentlich ganz gut. Läuft. Wow, wer hat jetzt unter euch die meisten Anrufe? Habt ihr gezählt? Where's the winner? Ich habe das Gefühl, dass Kathi irgendwie gerade führt. Das ärgert mich Kathi, auch ein bisschen. Kathi, hast du die meisten Anrufer? Das weiß ich nicht. Schuhschrank. Wollte gerade jemand sein Handy machen. Nein, okay, das ist eine andere Sendung. Heute aber nicht. Ich habe mich gut verkauft, weil das ist der Herr, der uns gegebenenfalls die Transporter stellt, die uns eben fehlen. Weil wir haben ja so viele Sachgüter gespendet bekommen. Und das Problem ist, die eben von A nach B zu bekommen. Aber also, das kriegen wir hin. Das ist schon mal gut, ne? Genau. Und das mit der Nummer von Kathi Hummels, das klären wir anders. Also, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch alle.